müssen wir auf deinen Stift anzuspitzen. Und hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Colosseum. Wir sind eure Freundtropfen, Vivi, Nana, ihr kennt uns schon. Da vorne sind Farudin, Tuse, Maixiana und Nachthabe. Renn. Heute geht es endlich nach langer Pause weiter. Weil wir haben euch ja gesagt, wir wollen uns die Krypto-Pokémon schnappen und das machen wir jetzt auch. Ja, so. Momentan haben wir dabei Kizumna, Shadow, Nana, Hohe, Stampus und Ren. Die nehmen wir jetzt auch erstmal weiter mit. Das letzte Mal waren wir hier und haben, lassen wir überlegen. Wir haben es beendet und dann war aber irgendwas noch mit diesen Sail, hieß er nicht Kane. Ich bin wie Weißer hier. Und mit denen soll irgendwas sein und jetzt würde ich mal sagen, wir quatschen die mal an. Was hast du getan, Pete? Ah, da sind wir! Da seid ihr ja wieder. Was? Ein Krypto-Pokémon? Ja, gegen so ein Pokémon habe ich tatsächlich vor einer Weile gekämpft. Wo ist das hin? Wenn du mehr wissen willst, musst du mich aber erst besiegen. Also, ich hoffe, du bist bereit. Nein, warte! Jetzt können wir auch mal vielleicht sehen, was jetzt da so für ein Levelunterschied ist. Ich glaube, da war ein Levelunterschied. Ist hier so 5? Ja, knapp 60. Ja. Ihr versteht, warum wir trainieren wollen? Egal, jedenfalls, dann würde ich mir sagen... Geil! Mein Geil! Hallo, kann ich mich kein Krypto? Wolltest du dich auf? So, mal sehen. Sind wir jetzt überhaupt in Elementarverteil? Ich muss gerade bewegen hier. Also, das ist ganz schön. Ist erst dran, weil ich mich gerade auf dem Bett so nachstrahlen. Und gerade ist Sonntag. Ja, perfekt, ey. Nein, man rülpst nicht ins Mikro. Yeah, komm, Blast hinweg. Wie war das noch? Shadow ist der einzige Let's Player, der sich fürs Husten entschuldigt, aber einfach ins Mikro rülpst. Stimmt. Aber egal, das ist jetzt gerade. Hat das Vieh wirklich mit 1 KP überlebt? Das habe ich davor nicht gecheckt, ey. Allerdings macht jetzt Bodycheck und greift Shadow an, dadurch verletzt es sich selber und dadurch ist es tot. Das ist so ein dummer Hund. Oh Gott. Nichts gegen Hunde. Süß. Sweet ass. Okay, sweet ass Alabama. Say what? Süßer Art Alabama. Süßer Art. Sweet ass Alabama. Sweet ass Alabama. So, man meint, müssen wir eben schauen. Das ist ein, normal Solarstrahl, auch wenn es Pflanzen ist. Nee, halt, andere Idee. Solarstrahl auf Garde, wow. Und Shadow macht jetzt mal Feuersturm auf Tangulist. Und durch dass es ein Feuer-Pokémon ist und durch dass es gerade Sonntag ist, wird das verstärkt. Das heißt, es wird weggeblastet. Yeah! Boah, alter Taktik! Ach süß! Blau? Oh, machen wir. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich machen... Ich hab den Nerv eingeklemmt. Mein Bein! Ich hab dir noch gar nichts getan! Weißt du, was mit Mario das gerade mit dem Mädchen steht? Ja. Also da war die Zeit nur. Ja. So, Mario sieht irgendwie aus. Wie ist denn you a secret? So, warte mal, ach, ich mach nochmal so einen Strahl, einfach weil ich kann... Shadow ist gleich tot. Doch, genesen, Kraftwurzel, so. Heilung! Danke. Was zur? Mach der Musik klar, ne? Wieso hast du Hypertränke, du Assi? Ich bin Level, fast Level 60. Ich bin jetzt ein hochrangiger Pokémon-Trainer, der Hypertränke mit dem Meine Pokémon sind über 50. Ich habe gelernt, wie man Items einsetzt. Oh, ich hasse ja so eine Charaktere. Warte mal, ich muss mal eben schauen hier. Ich mach's einfach nochmal. Sorry, ich spam mir gerade so nach. Jetzt bis auf Gardevoir. Weil Gardevoir ist ja ein Psycho-Pokémon. Oh Mann, das zieht ja massig ab. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Laser! Das erinnert mich wieder während des Trainings, als wir die Pokémon trainiert haben. Oder war das sogar während der Aufnahme? Ich weiß es gar nicht mehr.
als wir mit Lumi gespielt haben, hier also mit unserem Tropius, und das kann auch so darstrahlen. Und ja, immer... Lumi will spielen. Was willst du denn? Ach, egal. Jörg. Ach, Jörg. Nee, da haben wir irgendwie mit da Tropius da mit dabei gehabt, also Lumi, und er konnte so darstrahlen, das haben wir jetzt ständig gespammt. Und dann jedes Mal, wenn er das abgeschossen hat, dann immer FOREVER NO! Und dann war es immer so ein Forever Load Laser, der immer die ganzen Pokémon gewonnen hat. Das war ganz lustig. Ach ja, der Duellberg. Das war uns halt. Damals. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were an angel. Dramatisch ist das. Ich werde dich nie vergessen. So. Ja. True MGA, das ist Habe ich denn wirklich gar keine Chance? Nein. Warum fragt er, ey? Das ist doch nicht zu fassen. Ich habe keine Chance. Nee. Sieht das so aus? Der Kerl hat so ein Krypto-Tyrakrok. Tyrakrok. Ich mag das Pokémon. Ganz ruhig. Sein Name war, den Namen habe ich vergessen, aber er hat irgendwas geredet von einem Team Kreisversteck oder so ähnlich. Ja, was heißt das jetzt? Wir müssen den Opa befragen. Nein. Wir müssen zum Team Kreisversteck. Wo war das nochmal? Ich glaube hier oben, oder? Ja. Weil jetzt kriegen wir nämlich am Anfang, da konnte man sich ja zwischen diesen drei Rangern da aussuchen, ob man jetzt ein, das... Lorblatt, das Tyrakrok oder das Igelava haben möchte. Oh, das Lorblatt war gerade ziemlich laut, was du da abgegeben hast. Entschuldigung. Oh, ja, und jetzt kriegen wir den nämlich, wo wir das Spiel durchgespielt haben, kriegen wir den nämlich wieder. Was wollte ich jetzt? Ach ja, die Mails. Was wollte ich jetzt? Tyrakrok-Trainer, Lenny aus Pyritos. Hallo, Say hat mir aufgetragen, dir etwas auszurichten. Der Trainer, der mit dem Krypto-Tyrakrok unterwegs ist, ist ein Typ namens Marino. Pass gut auf dich auf. Marino. Als würde mir der Name jetzt großartig was helfen. Aber egal. Der trägt einen Namen. Guck mal, da vorne steht Marino. So, aber egal, wir müssen hier nämlich eh rein, weil... Oh, da steht die Kiste. Top-Elixier. Oh, lalalala, ja. Egal, wir müssen hier rein, weil hier sind nämlich auch die ganzen... Typen, die Krypto-Pokémon haben, die wir noch nicht gefangen haben. Wie viele brauchen wir denn noch? Das können wir gleich mal checken. Komm, erstmal speichere ich mal kurz. Nur für den Fall, dass wir hier... Was geht mit dir ab? Ich bin gerade vor. Kasper gefrühstückt und so? Ja. Nee, ich habe gar nicht gefrühstückt. Du arme Socke. Ja. Warte mal, geht's? Egal. Wir müssen noch auf den PGA. Dann müssen wir unter die Krall-Info. Jetzt können wir mal gucken. Uns fehlt Makuhita. Nein, hol! Also uns fehlt Makuhita, Kramux fehlt uns. Hol. Kramu. Ein Granbull. Grana. Ein Botogel. Granate. Ogo. Was? Igelava. Igel. Tyrakrok. Gra. Wie? Was? Ach egal. Warte mal, hier haben wir die alle. Da haben wir alle. Nur die. Nur Hohl, Grammo, Granade, 6 Stück. Ogo, Igel und Gra. Okay. Ja, das sind die 6 Stück, die wir jetzt noch fangen müssen. Ich weiß gar nicht, ob da noch welche extra dazukommen. Jetzt kommt einer. Hallo. Gonzo. Hat er auch unter seiner Maske schon eine lange Nase. Mama. Lange nicht gesehen. Letztes Mal hast du mich geschlagen, aber diesmal wird es anders laufen. Und wenn nicht, dann gehe ich zurück zur hier Sesamstraße. Sesamstraße zu den Muppets. Dann gehen wir zurück zu den Muppets und mach Filme. Geh nach unten. Ninjas und Horst Helger. Nee, ihr seid bald. Seid nix, Alter. Seid nix wert, ihr seid auf 51. Oh, ich könnte jetzt so eiskalt wegpumpen. Dann pumpen sie weg. Mit der Pumpe. Mit der Wasser. Mit der Fahrradpumpe, weißt du? Ja, natürlich. Womit sonst? Body Slam, Sonntag? Montag? Oh Mann! Alter, das ist nicht normal, das geht gar nicht. Also man merkt so ein bisschen, dass man unter der Woche zu viel arbeitet. Und wenn man am Wochenende was Lustiges macht, dann dreht man voll ab, weil man das immer zu bekannt. Das war fast ein One-Hit hier. Ein One-Hit? Ein One-Hit?
Lichtschild, ich hasse Lichtschild, außer ich benutze es selbst. Und jetzt kannst du auch noch Temposchub und Schwertanz. Pimp das Ding doch noch mehr. Feuersturm. Pimp es noch mehr, es ist auch. Ja, Staffette, los. Hä? Ja, los. Ach ja, das war ja, dass es sich wechselt. Verringert Angriff von Schlagmichton. Oh, ey, das ist so herrlich. Sehr effektiv, weil Frostattacker ist Käfer, Stahl. Weil es sehr schwach gegen Feuer. Ja, ich habe ein bisschen gelernt, liebe Leute. Ich habe einen Punkt gefunden. Ach, da bist du. Swag. Oh, ey, dieses Wort. That word. So, ich bin gerade auf dem Link. Ich glaube, ich tagge hier nochmal Ninjas. Und dann mache ich nochmal einen Flammenwurf auf Maskeregen, weil mich Ninjas ist mir viel zu schnell. Boah. Das sind nur zwei Teile. Das ist mir viel zu schnell. Ja, yeah, wir rasteln Maskeregen. Oh, Mutter. Hm. Oh, ey, die Feuerattacken. Deine Mutter Maske Sonne. Maske-Sonne. Oh ey, der war so schlecht, der war schon wieder gut. Papinella! Oh, ich mag Papinella. Wird doch Butter und war schneller, Papinella! Schön, jetzt nicht ruhig, ich würde mal hier was trinken. Das ist nur der Wasserfall im Hintergrund, Leute. Ja, nur der Wasserfall, der alle paar Sekunden nur ein paar Tropfen findet. Und ich denke, mein Pügel ist Solarstrahl. Flammenwurf, Silberhauch, Fickleuchhauch, Ninja, Samurai, Dojo. Was? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Ninjas hasse? Bestimmt schon mal in meinem erweiterten Leben oder so. So, jetzt haben sie gerade gesehen, wenn die Motte ins Licht fliegt. Ja, stimmt, da hätte man einen Pullux gebraucht. Ja, Laser-Effekt! Mann, Schall, das macht dein Stahlhelm! Ich glaube aber auch hier. Oder soll ich dir auch? Warte mal, Kizuna macht jetzt erstmal Synthese. Flammenwurf. Ja, Shadow ist eben ein Feuer-Pokémon und seine Feuerattacken hauen rein wie Sass, Bitches! Ja. Yeah, Volltreffer! Das ist sehr effektiv! Du bist tot! Yay! Ich bin nicht tot! Ich bin noch nicht gefallen! Yay! Fick dich, Pokémon-Trainer! Fick dich! Fick dich selbst! So die tiefen hier Gespräche zwischen Trainer das und... Das passt zu dir! Farbe rot! Trepp! Die Katze kratzt an der Tür! Swag! Swag! Swag, Swaggity, Swag, Swag. Warte mal, ich muss jetzt erstmal die Suna heilen hier. Bam. Kraftvoll. Ich glaube... Warte mal, Pokémon. Ich wechsle jetzt erstmal ein paar. Also Kizuna wechselt mal mit Stampus. Und Shadow wechselt mal mit... Elemente, was bist du wohl? So. Weil ich will die möglichst gleichmäßig so ein bisschen dingsen und so. Ich hab Gänsehaut bekommen. Oh mein Gott, wir haben eine Mail. Jetzt werden wir jedes Mal, wenn wir die Treppen hochgehen, eine Mail bekommen. Habt ihr das auch manchmal zu Hause? Ihr geht die Treppen hoch und plötzlich kriegt ihr eine SMS. Krypto-Pokémon-Liste, bald aus Orkus. Ah, sehr schön. Ich bin's bald. Ich habe die Namen von 6 weiteren Krypto-Pokémon auf der Liste entschlüsselt. Despotar, Traunfeuer, oh, warte. Schneckmack, Farbigel, Absol und Scaraborn. Warte, ich will nochmal. Also, Despotar. Despo. Das Lustige ist, bis auf Farbigel haben wir die alle schon. Oh. Oh. Muss ich. Weil, warte mal, ich zeig dir das mal. Jetzt. Normalerweise müssten da jetzt. Igel. Warte mal. Das kann ich sogar zeigen. Warte mal. Kramapusetta, Grambol. Meteros, Pyrna. Da Absol haben wir schon. Despot haben wir schon. Da, Farbigel. Also mal ein bisschen jetzt 7. Farfa. Farfa.
Ich weiß noch, wo ich am Anfang die Idee hatte, Fabi Farbigel zu nennen, weil da Fabi drin ist. Farbigel. Oh, ey, Navi, du bist viel zu dumm zum Laufen, kann das sein? Ich hab sie immer da drinnen mit Absicht stecken lassen. Und jetzt kommt Trollolol. Ne, kein Trollolol? Okay. Yeah, Alexi. Wie man plötzlich hier das ganze Zeug findet, das ist echt krank. Ist hier unten noch was? Weißt du was, wir gehen nochmal nach oben, vielleicht ist da irgend so ein Trottel oder irgendeine Kiste. Trottelkiste, also das selbe. Hier. Da ist einer. Ja. Hallo. Nee, da. Da. Hallo. Hey, du. Auch nicht? Irgendwo müssen sie doch stecken, die Bänder, in denen sie starken Pokémon hatten. Hast du nicht ein paar? Ich doch nicht. Raikou? Wird das Raikou ausgesprochen? Raikou? Seriously? Man hat ein Pfiffchen auf 54 und das Scheißvieh hat sich immer noch nicht entwickelt. Er hat auf B gedrückt. Ich finde Magmein irgendwie cooler als Pfiffchen. Ja, es ist süß, aber ich finde Magmein irgendwie cooler. Was ist nicht sehr cool finde? Na, es ist Akami. Leck mich fett. Leck mich fett, Akami. Gegenschlag durch Profil. Sehr effektiv gegen Psycho, glaube ich. Glaube ich. Pack's ja gegen Eispapier. Oder nee, warte mal, halt. Falsch. Das war ja gerade gar kein Psycho, das war ja Pflanze.